Diese Sendung widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg, die Stadtwerke Bruck, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Stadtgemeinde Bruck, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft und der Wirtschafts- und Tourismusverband der Einkaufsregion Kapfenberg. Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell am Freitag, meine Damen und Herren. Rege Bautätigkeit herrscht in Bruck an verschiedenen Plätzen und Straßen. Die einen meinen, es dauert alles viel zu lange. Die anderen sagen, gut Ding braucht Weile. Und wenn alles fertiggestellt ist, dann wird sich diese Stadt in besonderem Glanze präsentieren. Ein Mosaiksteinchen zu dem Gesamtvorhaben werden wir jetzt gleich in unseren Meldungsblock setzen. Der Bahnhof. Treffpunkt zur Wiedersehensfreude, Treffpunkt zum Abschiednehmen, Treffpunkt auch für viele, die das Verkehrsmittel Eisenbahn benutzen. Dazu gehören vor allem auch die Fahrschüler. Ein neuer Jugendwarteraum wurde am Bahnhof Bruck eröffnet. Der Jugendwarteraum Checkpoint ist, wie der Name sagt, ein Jugendwarteraum für Jugendliche zwischen 6 und 25, wo Jugendliche in einem geschützten Rahmen ihre Wartezeit auf den nächsten Anschlusszug oder auf den nächsten Anschlussbus verbringen können. Wichtig für die jungen Leute ist vor allem, die Zeit des Wartens nützen zu können. Es bieten sich die Möglichkeit von einem professionell betreuten Raum. Sie haben die Möglichkeit, hier einfacher ihre Zeit zu verbringen. Sie können ihre Schulaufgaben machen. Sie können ins Internet gehen, in heutiger Zeit sehr wichtig für Aufgaben. Sie können auch Spiele spielen oder das Betreuungspersonal für Information oder Beratung steht immer zur Verfügung. Und die Sorge der Eltern, ihre Kinder könnten mit dem Bahnhofsumfeldmilieu zu sehr in Kontakt kommen, wird durch diese Einrichtung weitgehend ausgeräumt. Eine eigene Betreuung sorgt dafür. Hauptaugenmerk liegt bei uns natürlich auf den Fahrschülern, die immer den Zug benutzen, jeden Tag zur Schule fahren. Und die kommen dann zu mir und ich kann ihnen anbieten Informationen über Kulturelles, das in der Stadt Bruck passiert, über, wenn sie Probleme haben, habe ich die ganzen Informationen bei der Hand, also was halt wissen wollen, kann ich Ihnen sagen. Hauptsächlich geht es um Arbeitssuche, also wie schreibe ich Bewerbungsschreiben, wie schaut ein Bewerbungsgespräch aus, wo sind die Stellen, wo ich mich informieren kann. Natürlich auch zum Beispiel, was gibt es Neues, wo kann ich ein gutes Konzert oder ein guter Kinobesuch, wenn sie mich das fragen, bin ich auch immer up to date. Lernhilfe auch, also wenn sie kommen mit Fragen, vor allem bei Sprachen oder auch Mathematik, kann ich Ihnen gut weiterhelfen. Unterstützt wird diese nachahmenswerte Einrichtung vom Sozialhilfefonds und dem zuständigen Ressort der Landesregierung. Sie wählen die Nummer 122 und schon sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr da. Lange Zeit herrscht Ruhe und plötzlich ist Hilfe an mehreren Stellen zur gleichen Zeit nötig. So ein Tag war zum Beispiel gestern. Ja, Sie haben recht, gestern hatten wir wieder einen einsatzreichen Tag. Innerhalb von wenigen Stunden mussten wir zu zwei Brandeinsätzen und einen technischen Einsatz ausrücken, wobei es beim zweiten Brandeinsatz um ca. 22 Uhr zu einem Brand am Neubau des Brucker Bahnhofes kam. Dort wurde festgestellt, dass ein Zwischenwandbrand ausgebrochen ist aufgrund von Arbeiten am Tag. Er war der, sage ich mal, aufwendigere Einsatz, da wir die komplette Wand teilweise abtragen mussten bzw. aufstemmen mussten, dass wir zum Brandherd vordringen konnten. Wie viel personelle Ressourcen hat die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur? Wir sind jetzt insgesamt 86 aktive Kameradinnen und Kameraden. In Zeiten, wo es schlechter geht, sehnen sich die Menschen danach, lachen zu können oder zumindest schmunzeln zu können. Ein probates Mittel ist zweifellos das Kabarett. Es ist zumeist geistreich und trotzdem unterhaltend. Einer, der immer wieder dafür sorgt, ist der Kabarettist Thomas Stipsitz. Wie könnte man eigentlich die Philosophie eines Kabarettisten umschreiben? Vielleicht so: Keine Angst vorm Feuer, wir löschen mit Benzin. Was bei den Zähnen? Die Anschlüsse, ja, ja. Die Anschlüsse sind alle vorhanden, bis aufs WLAN, aber da kennen sie vom Nachbarn. Herr Stipsitz, schauen Sie.
Was ich anbieten kann, wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich an den Ivo kennt doch jeder, der Ivo macht alles unentgeltlich, sein Yoga. Schauen Sie, wenn Sie Probleme haben im Garten oder was, Schnecken oder so, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ja, der salzt da die Schnecken so zusammen, dass du nachher glaubst, es ist ein Sportgummi. Wird es ernst heute im Bauernschach oder geht es hier auch wirklich um das Bauernschach? Es geht eigentlich um das Bauernschach selbst nicht, weil es ja eine Variante ist, wo man nur mit Bauern und Königen spielt. Es wird schon ernst, aber sagen wir, die Unterhaltung steht schon eher im Vordergrund. Also ich hoffe, man geht nicht depressiver raus, als man gekommen ist. Kurze Information, was könnte man alles sehen? Nein, es geht ja um ein altes Haus, in dem ein Schachgroßmeister gelebt hat, der während einer Schachpartie verstorben ist. Ich kaufe das Haus und diese Partie steht noch immer so dort. Ich mache einen Zug und plötzlich verändert sich so das ganze Leben im Dorf. Also man könnte sagen, Stephen King mit Villacher Fasching ein bisschen. Ich hab 120 Kilo, bin erst 20 und Masseur. Und wer sich von den Nachbarn nicht massieren lässt, hat schwer. Ich verliere leicht die Fassung und dann tut sie wer weh. Richtig wegen tut mich keiner, alle wollen, dass ich gehe. Ich riech Baumscheibe ein, ich riech Baumscheibe ein. Die Nachbarn schreien. Ich bring mir eben so um die Ecken, ich hab schön ruhig ein. Drüben unter die Brombeeren, da wird sie ihr Neuer freien. Auch der Standesbeamte und der Pfarrer liegen da. Unser Eheberater und ihr Mem sowieso. Durch einen Kuhenzaun, da kann keiner schauen. Durch einen Kuhenzaun. Du hast ja hervorragende Kritiken momentan, generell in deiner Szene. Woran liegt das eigentlich? Das kostet Geld einfach. Das Nein, ich weiß es. Kannst du es jetzt leisten schon? Jetzt kann ich es mir leisten. Ja, jetzt rufe ich beim Standard an und sage, wie es zählt, gell? Schreibt es kurz, sonst brennt die Hitten. Nein, wobei, es ist ja so, dass ich habe ja schlechte Kritiken auch schon gekriegt, nur das stellt man dann halt nicht so auf die Homepage. Da stellt man dann halt eher nur so die guten Sachen. Es freut einen natürlich schon, wobei im Endeffekt entscheiden schon die Leute, die im Publikum sitzen, weil eine Kritikermeinung ist ja immer subjektiv von einem, der das so sieht. Es freut einen aber schon. Aber Matt ist noch nicht. Nein, den Turm kann man noch vorstellen, sonst. Das Wetter. Heute war es wechselhaft und durch den starken Wind doch etwas kühl. Die Frühtemperaturen begannen bei 5 Grad und im Laufe des Tages wurde es etwas wärmer, aber sehr windig. Am Wochenende ebenfalls wechselhaft, am Sonntag allerdings empfindlich kalt, aber die Palmkratzerln werden es aushalten. Ja, meine Damen und Herren, jetzt schlagen wir unsere Infomappe für diese Woche zu. Das Team von MEMA.TV wünscht Ihnen ein schönes vorösterliches Wochenende. Nächster Start von Mürztal aktuell am kommenden Montag. Auf Wiedersehen. Diese Sendung widmeten Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg, die Stadtwerke Bruck, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Stadtgemeinde Bruck, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft und der Wirtschafts- und Tourismusverband der Einkaufsregion Kapfenberg.